Ja, vielleicht hier so irgendwo. Also irgendwo, okay. Ich weiß gar nicht, was der für eine Range hat. Ich glaube auch 3x3 standardmäßig. Dann perfekt. Dann kommen hier so ein schönes Gehege oder so. Ich hatte ja Das war kurzzeitig dabei. die Hoffnung, dass, Ah? ist die Frage, ist das jetzt bei jedem Einzelnen so? Was Bei denn? jedem einzelnen Ätherquarz, wenn es explodiert, dass Ja. da ganz viele von diesen Viechern rauskommen? Ja. Beim Quarz, ja. Dann werde ich es nie wieder abbauen. Also es geht mit Slick-Touch vielleicht besser. Oh, ich habe noch zwei Sticks sein. Lol. Ja, Kobbel habe ich jetzt nicht genügend dabei, muss Holz herhalten. Und nebenbei hat Passt. das Loch, was mir das Teil gesprengt hat, auch schön den schönen Holzboden zerflemmt. Deswegen bin ich froh, dass ich gerade Cobblestone Halfsteps dabei habe. Was nehmen wir? Nehmen wir Hühner? Oh ja, nimm mal Hühner. Das Ding ist ja dann bestimmt nicht auch auf Dauer hier unten, oder? Ich habe mich eigentlich gefragt, warum ihr den Nether alle so schlimm findet, ne? Ich habe meine Antwort. Dann was hat noch nie da? So, oder nehmen wir Schafe, da haben wir eh viel zu viele von. Könnten wir auch. Kann es sein, dass sich die Zombie-Pigmen angegriffen fühlen, wenn man Nethererze abbaut? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch neu gewesen, aber das habe ich jetzt gerade gelernt, weil ich es gehört habe. Ich habe es gehört wenigstens. Also ich habe hier gerade ein Erz abgebaut, was hier unten war. Du verletzt die dann, ja. Ich hatte nämlich jetzt Nether-Rutile Ore, also das Unnützeste, was es so gibt, aber ich hab's. Ach, Rutile, das ist Titan. Das brauchen wir gerade so häufig. Titan, ja. Kann man für irgendwas Construct verwenden. Oh. Als was denn? Oder wozu? Ja, für Werkzeug. Dingos Construct Sachen halt. Okay. Gut, da kommt Mob Essence raus. Warum kommt da Mob Essence raus? Warum nicht Flüssigfleisch? Flüssigfleisch, vielleicht ja nur von Schweinen. Oder vom, hier ist er. Nicht Grinders, sondern andere dieses Slaughterhouse. Ah. Oh. Ich war aber wieder hier in der Overworld. Entity Nether Ores. Nether.ores. Hellfish dot name. Haha, interessant. Wir haben einen von diesen Hellfish jetzt hier im Haus, ne? Schön. Meat Bucket. Ich bin weit weg, das ist gut. Hab ihn tot gekriegt. Sehr gut. Ich hoffe, meine ganzen Sachen sind noch da, weil ich ja hier oben gestorben bin. Ich wusste nicht, dass der mir gefolgt ist, das war mir voll neu. Hab ich nämlich nicht mitgekriegt. Boah, aber die Fire Protection hat mir dann doch ein Stück weit geholfen. Stück weit. Wo ist meine Hose? Da. Gott. Ist ja nur Fire Protection 1. Ja, hättest du jetzt eine Magma Resistance Potion oder so? Wäre alles tutti. Dotti, Die Frutti von Haribo. Die mit der Fruchtgummifülle. Ja. Weil Fruchtgummis so häufig Fruchtgummi gefüllt sind. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe, glaube ich, übrigens dein Inverschwert gefunden. Ich kann gut sein. Oder habe ich ein eigenes Inverschwert? Hat das automatisch Smite 2 gehabt, oder? Nein. Dann hat anscheinend das Teil ein volles Inverschwert gedroppt. Okay. Mit Smite 2. Okay. Kannst du verwenden, wenn du willst. Wo bist du? Ist gut, ich brauch's gerade gar Ich will es nicht. aber auch nicht haben, wenn ich gleich unten wieder verrecke. Chest. Nützliche Erfindung. Tu es in die Diamantkiste, weil die gerade leer ist. Ja. Gut, kann dann irgendwie mal nachsehen, wo man Liquid Meat herbekommt. In NEI steht, soweit ich sehe, nicht drin. Ich hab's doch schon gesagt, im Slaughterhouse.
Ja, ich meine. Da geht's auf jeden Fall. Gäste auf jeden Fall. Okay, dann Slaughterhouse. Das braucht, glaube ich, nicht mehr Energie. Doch, das braucht Energie. Braucht das Energie, okay. Mir stellt noch eine andere Flüssigkeit her, glaube ich. Oder war. Mach das Slaughterhouse. Es funktioniert nur mit dem. Ich habe gerade einen Denkfehler gehabt da. Ja. Aha. Es geht nur mit dem Slaughterhouse, sagen wir so. Übrigens, nee, Frank kriegst du ja da hinten, okay. Ja. Ganz alleine. Ja, genau. Kommst du jetzt zu mir, oder was? Ja. Ich baue hier gerade eine Metro-Station. Ach, du bist da unten, ich bin über dir jetzt, also. Ja. Du bist über mir, oh, schön. Ja. Ich würde da nicht hingehen. Ach, was? Darf ich die Katzen schlachten? Nein, das sind meine. Eben deshalb. Eben deshalb nicht. Ich kann dich einfach nicht verstehen, du bist so kompliziert. Du versuchst sie noch nicht zu verstehen, das ist das Problem. Was gibt's denn an mir nicht zu verstehen? Naja, du willst keine Katzen schlachten. Vor allem deine eigenen nicht. Was habt ihr für eine scheiß Logik? Warum sollte ich meine Katzen schlachten wollen? Hallo, es sind Katzen? Ich kann Katzen eigentlich auch nicht leiden, aber hier im Spiel sind sie ganz lustig. Wenn du noch einmal das Wort auch verwendest, hau ich dich. Auch. Okay, stirb. Ein Nickel, zwei Eisen, ja, ja. Ich bin zufällig nämlich Katzenfreund, das sag ich nämlich nur, weil ich kann. Warum tötest du die dann hier? Die leben ja noch. Im Himmel, wa? Nee. Du hörst das Mountain ja wahrscheinlich immer noch, also. Noch, ja. Was wird das da? Eine Austernfarm. Hübsch. Oh. Wofür kann man die verwenden? Austern. Perlen. Perlen oder Enderperlen? Perlen. Ja, okay. Gut, also macht ihr hier seinen eigenen Kram. Was soll's? Wie immer. Ja, ich wüsste gerade nicht, was ich noch machen könnte. Ich habe den Igneos gebaut. Ja, ist gut. Das Quester. Nach der Austernfarm mache ich dann die anderen Fressquests weiter. Ich arbeite unten noch den Teil zu Ende, in der Hoffnung, dass nicht aus jedem Block, den ich jetzt abbaue, wenn es ein normaler ist, sich da diese Viecher eingenistet haben. Was nämlich gut sein kann, weil da ja einige spawnen. Ne? Ah ja. Doch, hier mal Chestplates. Chestplates? Ja, ich guck grad, ob wir nicht doch vielleicht irgendwo noch vernünftige Rüstung haben. Aber ein Golden Chestplate liegt hier irgendwo rum. Nee, es ging jetzt darum, wirklich vernünftige Rüstung zu haben, die Nether aushält. Ach, das, ne. Ich glaube, die einzigen sind eben diese Runic-Sachen, wo wir noch weit von entfernt sind, und die Blood-Matic-Bound-Sachen. Stahl? Ja, Stahl ist gut, aber noch nicht super gut. Noch nicht gut genug. Übrigens, warum habe ich meinen Kopf im Inventar? Wo sind unsere Austern? Ich meine, die müssen untersten oder in der ursprünglichen Strongbox sein. Wo die hin ist, keine Ahnung. Ja, hier. Ah, okay, da. Sehr gut. Ich weiß zwar nicht genau, wie die wachsen müssen, aber ich glaube, so funzt das. So, und jetzt gib mir Perlen. Okay, das war jetzt blöd. Na egal. So, wollen wir irgendwas starten oder Fressquest? Wollen wir irgendwas was? Starten, zum Beispiel eine Nether-Expedition. Das würde ich erstmal sein lassen. Wie gesagt, nicht ohne vernünftige Rüstung. Eben. Ich habe hier bis jetzt überlebt, weil ich mich einkerke.
Ja, wir können ja uns auch im Untergrund fortbewegen. Wie sieht's mit Potion machen aus? Momentan im Untergrund fortbewegen ist auch schlecht, weil hier noch in jedem zweiten Block gerade diese Viecher wohnen, die ich gerade zu dezimieren versuche. Ach so. Bin so einer, ja. Dezimierst Viecher. Da ich den ganzen Kram jetzt nicht nachschlagen werde, wäre es ganz nett, wenn du mir ein Dings da, wie heißt das Ding? Rune Diviner, glaube ich. Diviner? Einfach mal Rune und dann sind dann diese komischen, was weiß ich was, Dinger. Die blauen. Zwei Stück davon. Also, jetzt ich, oder? Markus, der hat ja gerade gefragt, ob er irgendwas machen kann. Ich sehe hier keinen Rune Diviner. Unter Rune? Ja. Oder einfach nur so Rune eingeben. Hm. Haben wir noch eine Magnum Torch? Die eine ist bei der Explosion draufgegangen. Müssen wir noch haben, ja. Wo? Oh. Ich habe auch wieder Tier 3 für. Meinst du die zwei umgekehrten Ys? Genau. Okay. Aber da brauchen wir Tier 3 für. Das heißt, wir müssen. Hallo, Enderman. Das heißt, wir müssen uns erstmal um den Altar kümmern. Das ist ein Klartext. Wir brauchen 8 und 20. 28 Runen. Also, ich sehe gerade keine Magnum Torch. Hatten wir nicht eh nur 2? Wir hatten 4, meine ich. Mhm. Hier sind noch 2 in der mittleren Kiste. Was, echt? Wo? Ach, da, komisch. Ganz oben. 28 okay. Runen. Die habe ich doch dahin gepackt. Ist umsortieren verwirrt. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? 5 und 5 und 19. Das bräuchten noch 9 Blood Runes. Wie kriegt man die? Kannst du craften. Blood Rune. Okay. Dafür brauchst du einmal eine Weak Blood Orb und die Sacrificial Orbs. Bist du? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du bist. Okay. Wie wär's denn? Ich versteck mich auch. Hab dich gefunden. Oh. Okay, ja. So, musst du ja eh machen, oder? Nee, muss ich nicht machen. Kannst du auch machen. Was machst du dann? Ich kümmere mich dann um den, hier um das Slaughterhouse. Damit wir uns eigentlich diesen Superlaser machen können. Okay. Dann immer her damit. Brauchst du zum Craften die Weak Blood Orb. Und weil du für die, Blank Slates Blutenergie brauchst, brauchst du das Ding da. Shift-Rechtsklick auf den Blutaltar, der steht dann in der Mob-Farm. Und, achso, da brauchst du übrigens Cleanstone für. Muss da reinpacken. Soll ich dir einmal zeigen? Ja. Nee, warte, ich glaube, ich verstehe es schon. Okay, gut. Blutaltar heißt halt nur Blutopfer, ne? Also. Ja, aber warum kann man da die Mob-Farm nicht für verwenden? Weil man dafür. Kannst du später. Ja, genau. Dafür brauchen wir nämlich ein spezielles Ritual und für dieses Ritual bauen wir das momentan auf. Weil ich nämlich in diesem, Rune Divine oder Ritual, wie auch immer das Ding heißt, dieses umgedrehte Y. Damit kann ich dieses Ritual bauen. Theoretisch kann ich das auch von Hand machen, allerdings müsste ich dazu jeden einzelnen Block nachschlagen. Oh, das dauert. Erstens, ja, zweitens ist das Ding nicht so toll. Wir brauchen halt Tier 3. Dann baue ich mir erstmal ein Redstone Furnace. Kein Bock da jetzt zu warten. Stimmt, da war auch noch gar nicht. Aber nicht? Okay. Mhm. So, haben wir keine dran gedacht. Das Inma sollte inzwischen durch sein. Das hart. Danke. Soll ich zum Altar auch noch eine U-Bahn bauen? Was? Nee, muss ich nicht.
Eine U-Bahn. Ja, Mensch, klar, ich meine, klar, zu dem großen Altar, ja, zu dem Altar, der jetzt momentan in der Mobfarm steht, nicht. Nee, ich meine schon den großen, diese große Fläche da hinten. Ja, da kannst oder du vielleicht haben. Irgendwie dazwischen, weil da ist ja auch noch, da wo der Enderman gerade steht. Ja, das bietet sich hier voll gut an. Haben wir Clay? Warte mal. Nö, wir haben Staub und Wasser. Mach Leben draus aus Staub. Ja. Ich habe hier schönes Netherferrous-Ore vor mir und ich werde es nicht abbauen. Brauchst du auch gar nicht. Wir brauchen kein Netherferrous-Ore. Eben. Ich sehe es nur gerade, weil es jetzt Wanddeko ist. Wanddeko, okay. Muss auch sein. Ich habe eine Enderperle. Okay. Hat der eine komische Fisch die gedroppt? Kann das sein? Wirklich. So, dass diese Szene ist. Ich brauche wieder Glas. Mhm. Hast du das noch oder ist das schon wieder irgendwo weg? Ja, ich gebe dir mal die Hälfte. Okay. Das reicht, glaube ich, oder? Jo. Das war das Falsche. So haben wir das. Und noch eine Spule. Wir werden noch nicht genug von den Dingern brauchen. Und zweimal in Wax, natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Was hast denn du erwartet? Wenn wir schon wieder fast das gesamte immer verbraucht hätten, ist das herrlich. Ich das Auto kaufen kann ich nicht, bäh. So, Slaughterhouse. Genau, dieses Slaughterhouse produziert eben zwei Flüssigkeiten. Die muss man beide abpumpen. Okay. Und neben diesem Meat produziert es eben noch, boah, wie heißt denn das? Keine Ahnung. Und das braucht man dann auf jeden Fall. Und das musst du dann platzieren. Okay. Also noch mehr Schafe. Übrigens könnten wir uns auch bei Gelegenheit mal so ein Auto wieder machen. Ein was? Ein Autobreeder. Achso. Der brütet dir dann Autos. Ja. Achso. Alter. Okay, sehr geil. Das brauchen wir dringend. Man muss aber natürlich erstmal Autobabys haben, ne? Also Autoeier. Autoeier. Ja, damit man die ausbrüten kann. Mhm. Ich glaube, ich hau mir mal eben ein paar Stunden lang auf den Kopf. Okay, nimm das auf, stell's auf YouTube, du wirst berühmt. Ja. Ich weiß, ja. Kommt, meine Schafe, ich zeige euch eine bessere Welt. Das Schlachterhaus. Ja. Ach, die Ironie. Kommt mit, ich zeige euch eine bessere Welt. Also zu den Schafen, ist klar. Eben. Wie viel von dem Bloodbrun-Zeug brauchte ich? 9. Nein. Sagen wir so, eins ist klar, wenigstens eines dieser Schafe ist weiblich, so viel wissen wir. Ja, muss nicht sagen, ich habe nicht alle Schafe hier dran. Oh. So, weg sind sie und wie viel haben wir rausbekommen? Einen knappen Eimer, okay. Das heißt, wir brauchen noch mehr Opfer. Das linke brauchen wir dann, diese linke Flüssigkeit. Das linke? Da gibt's noch einen zweiten Behälter hier. Ja, aber... Das, was links drin ist, das brauchen wir. Das Miet ist eigentlich nur Nebensache. Da. Wo hätten ihr? Unten. Oh, unten, okay. Gibt's die Pickaxe of the Core noch? Die habe ich in meinem Inventar, ja. Weil damit könnte man ja auch irgendwie Smoothstone machen, ne? Nein. Also nicht aus Cobblestone. Ne? Also ich habe unten im Nether genug Cobblestone abgebaut und nur Cobblestone wieder gekriegt. Schade. Kann die Spitzhacke gerne geben, wenn du willst, da. Ja, nur Sachen aus Wolkstein. Da oben liegt sie. Die wurde jetzt gerade zu dem Dings hingezogen. Ich hab die eigentlich hinter dich geschmissen. Ach komm, das Pferd brauchen wir eh nicht. Hab ich eh nie gemacht.
Schade, das geht echt nicht. Apropos, wo ist eigentlich das andere Pferd? Lebt das noch? Das habe ich mal gezähmt und jetzt läuft sie irgendwo rum. Außer es ist von der Klippe gesprungen. Okay. Stirb das ja, mal, verdammt. Glaub, meine Güte. Hab noch eine Enderperle. Ist so schön, man kann sich die Enderman ja jetzt beliebig herlocken, wenn man einfach die anschaut. Kann mal jemand dieses Kopfweb wegmachen? Irgendwer mit einem Schwert? Und bist du sicher, dass wir diese andere Flüssigkeit brauchen, weil die kriegen wir irgendwie nicht? Ja, vielleicht geht's auch nur mit bestimmten Tieren, ich weiß nicht. Was brauchen wir denn genau für eine Flüssigkeit? Ich weiß nicht genau, wie die heißt, diese Flüssigkeit, aber die wird halt noch so als Nebenprodukt produziert. Aha, du weißt nicht, wie die heißt. Das ist so hilfreich. Ich glaube, ich stehe was unsicher, falls ich angegriffen werde. So. Kann man nicht irgendwie sehen, wie viel Life Essence da drin ist? Milk Meat, Sludge, Pink Slime. Hm. Okay. Pink Slime. Ja, kann gut sein. Das kriegen wir woher? Das steht nämlich hier nicht drin. Ja, eben Slaughterhouse. Das dürfte schon die sein. Pink Slime, da würde ich sagen, dann müsstest du wahrscheinlich Schweine und Slimes dran töten. Ich hab's mit Enderman geschafft. Echt? Ja. Pink Slime, ja, Enderman können wir ja fangen mit dem Lasso oder mit dem. Nee, Anteil. Ich glaube nicht. Nur passive. Ja, dann müssen wir uns das andere Ding bauen, das können wir jetzt machen. Oder? War das das? Wir sollten vielleicht erstmal nachsehen, ob es wirklich das Richtige ist. Gast hier haben wir doch. Glaub mir, das funktioniert. Das weiß ich jetzt ganz sicher. Naja, mach du das mal, dann kümmere ich mich um den Blutaltar. Der ist nervig. Ja, wieso? Oh, sorry. Ja, wegen dem Sacrificial irgendwas Dingens. Braucht man voll viel Blut für einen so einen scheiß Stoneplate. Da, dann mach du auch mal. Weiß ich aber selbst, dass man für diese Teile sehr viel Blut braucht. Durfte ich selber schon eine Weile lang testen. Da, mehr geht nicht. Hm. Beacon wäre jetzt nicht schlecht. Ja, da kommt später noch so ein Regenerationsritual hinzu. Wie viele Slates hast du jetzt eigentlich schon? Also beziehungsweise wie viele Runen kannst du daraus machen? 6 Slates, das sind 3 Runen. Okay, das kann noch was dauern. Hm. Ansonsten haben wir, meine ich, noch einen Regenerationstrank über 7 Minuten. Wo denn? Bei den Nahrungsmitteln. Ach ja, ihr habt ja umstrukturiert. Ich bringe dir mal mit. Okay, übrigens haben wir auch einen Fire Resistance für 5 Minuten 20. Mhm. Brauche ich gerade nicht. Aber Fire Resistance haben wir, glaube ich, mehrfach. Naja, wir haben alles Mögliche mehrfach. Ein Schluck reicht. Ui. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, wie viel das regeneriert. Na, es regeneriert ein bisschen schneller, ja.